Gestern habe ich mir geschworen, dass ich jedes Mal, wenn irgendwelche Zweifel aufkommen, auf die Karten schauen werde. Hallo und Grüße aus Lab im Walde an der Busstation Schlossgasse. Ich bin Flat dabei und heute geht's auf die zweite Etappe vom Wienerwald Verbindungsweg 444 und da nehme ich euch einfach mit. Bei der Busstation macht es nämlich keinen Spaß. Also in Lab im Walde gehen wir durch den Ort durch. Die Busstation ist übrigens tatsächlich genau am Weg. Das heißt also Lab im Wald, Schlossgasse. Da führt der Weg tatsächlich in einen Knick vorbei. Das ist Absicht. Erst in der Forsthausgasse muss man nach rechts abzweigen in Lab im Wald. Vor uns türmt sich eine Anhöhe auf und die müssen wir jetzt dann überwinden. Aus Lab im Wald heraus ist es wirklich landschaftlich reizvoll. Aber einen schönen Wechsel zwischen Wiesen und dunklen Waldpassagen. Das ist ganz nett auf dem Weg da. Ich glaube, da vergisst man was, dass er jetzt schon ordentlich aufsteigt. Und da geht es wirklich schon wieder bergauf. Hinter mir verschwindet eine Forststraßenkreuzung. An der geht es leider in der Tiritissima. Immer noch ganz schön bergauf. Da wird es richtig gebirgig. Dieser nach hinten wunderschön aussichtsreiche Anstieg ist leider wieder mal falsch. Da unten bei der Vollstraßenkreuzung ist uns verrecken nichts angeschrieben. Aber es geht tatsächlich nach rechts weg und auf der anderen Seite dieses Grabens auf den Kamm hinauf. Mich ärgert es ein bisschen. Gestern habe ich mir geschworen, dass ich jedes Mal, wenn irgendwelche Zweifel aufkommen, auf die Karten schauen werde. Und was habe ich gemacht? Ich habe dem vertraut, dass ich da geradeaus weitergehen kann. Und das ist aber nicht so. So, wenn man den Rücken jetzt erreicht hat, dann hat man eine Passage, in der es ganz, ganz leicht bergab geht, bevor man auf diese Gabelung kommt. Nicht nach links absteigen, sondern es geht da jetzt rechts den Kamm entlang, bis wir wieder auf die Einmündung des Originalwegs treffen. Und da sieht man, man hat den Buchen den Garaus gemacht. Und weil die Buchen so auch sind, die uns da normalerweise die Aussicht nehmen, ist man natürlich ohne Buchen dafür mit Aussicht. Also zumindest gibt es als Belohnung für die paar Zusatzmeter, die wir haben, noch ein bisschen was zu sehen. So, das ist das erste mit leerem Papier. Aber wenn man das so anschaut, das dürfte schief gegangen sein. Diese Stämmchen da, damit kann er keinen Blumentopf gewinnen und da auch alles, was noch steht. Schaut jetzt nicht eben gerade sehr vital aus, also da dieses Experiment ging anscheinend in die Hose. Ah, viel Holz vor der Hütte, he? Mangelt an Hütte, aber ich frage mich, wo das alles herkommt, weil da ist ja eigentlich nur überall Wald. Schaut, tatsächlich ist eine Hütte. Wer hätte das gedacht? Schaut, das wäre die ideale Übernachtungshütte. Also wenn man den Wienerwald Verbindungsweg begehen möchte und da irgendwie ein geschütztes Schlaflager, das soll man zwar nicht, aber naja, sagen wir mal nicht so, dann
wäre das tatsächlich einmal eine Möglichkeit. Rund um den Leinzer Tiergarten, da wollen wir gar nicht. Wir wollen eigentlich nicht rund um den Dumm. Rund um den Dumm waren wir schon mal. Wir wären korrekterweise hier heraufgekommen. Und weiter geht's hier bergab. Gut markiert, gell? Kann man gar nichts sagen. Aber steht da auf diesen Markierungen auch irgendwo, dass das der 444er ist? Nein, gell? So, also kurz nach dem Abstieg zum Lavasteig doch noch ein 444-Schild. Da oben war die Hütte. Der sogenannte Lavasteig ist gar kein Lavasteig. Eine Forststraße, Maschinenweg. Für Rückegasse schon wieder ein bisschen zu viel. Rückegasse ist sowas da. Also, der Steig ist jedenfalls nicht. Ja, da ist im finsteren Wald ein Schild gut versteckt, weil es nämlich nur rot ist. Da steht aber trotzdem 444 drauf. Das heißt also, der Lavasteig. Ja, jetzt darf das zumindest schon als Versuch eines Steigs gewertet werden. Hm? Ja, man sieht, der Lavasteig ist doch noch ein Steig geworden, der den Namen auch verdient. Das Rauschen des Windes überdeckt gnädig das Rauschen der Autobahn. So, von diesen Abzweigungsmarkierungen mit zwei nicht verwirren lassen. Es geht für uns schon da gerade oben weiter und nicht entlang dieses Zweierweges dahin. Auch da wieder hätten wir sie natürlich vielleicht nochmal eine Zusatzmarkierung wünschen können. Da unten sieht man Bautzen und man sieht außerdem die Westautobahn. Unter der dürfen wir dann demnächst durch. Ja, wäre eine hübsche Gegend da. Ne? Wenn man derisch ist, dann macht die Autobahn eigentlich auch gar nicht so viel. Riechen tut man sich nicht drauf hören, tut man sich sehr gut. Ja, trotzdem, der Blick da hinaus auf die blühenden Sträucher, ja, das hat schon was. Und das Hochspannungsidyll hat man natürlich gleich mitgeliefert. Ja, Autobahn-Idyll und Forstwirtschafts-Idyll und Hochspannungs-Idyll. Und da haben wir zum Glück ein Loch. Ein Fluchtloch ist gelassen worden. Es ist äußerst günstig. Also von der Autobahn haben wir uns natürlich nicht sehr viel erhofft. Es ist halt schade, dass der Wienerwald von gleich zwei Autobahnen durchschnitten wird. Nämlich sowohl der Westautobahn, hier A1, als auch der Wiener Außenringautobahn, die A21. Und da haben wir eine Bekanntschaft geschlossen am Wienerwald, Weitwanderweg 404. Ausgiebig sogar haben wir da Bekanntschaft geschlossen. Mehr als uns lieb war. Aber wenn man da schaut, 444 oben in die andere Richtung, europäischer Fernwanderweg 4 Pyrenäen-Jura, neu sind das in Ballaton, wie wir schon so oft gelesen haben, da hinauf, das wird schon für mich darauf hindeuten, dass man in die Richtung da weiter muss. Ne? Also der Nussbaum da hat ein paar verblasste Markierungen. Burgersdorf 444, österreichischer Touristenclub Blab im Walde. Also da ist schon etwas verblasst, das hat einmal 444 geheißen. Ha? Einen Flussbegleitweg gibt es da. Hinter mir sieht man die Hubertuskapelle kleiner werden. Da werden wir jetzt schon fast versucht hinaufzugehen. Ist aber nicht. Sondern erst ein paar hundert Meter weiter geht es dann nämlich auf den Berg hinauf. Überraschenderweise. Man glaubt, man kennt schon in Burgersdorf einschweben, das ist aber nicht so. Also auch hier geht es noch nicht auf den Schöffelstein hinauf. Da dürfen wir immer noch entlang der Straße dackeln. Diese Steine mit dem Deutschordenskreuz und TRO Deutschritterorden begrenzten einst den Ordenswald, an den auch der Name Deutschwald erinnert. So, also bei dieser Abzweigung darf man tatsächlich nach rechts hinauf. Man kann auch jetzt noch für wenige Meter vorgehen, aber diese wenigen Meter bringen einem eigentlich nur einen wiederum sehr steilen Anstieg. Und da machen wir es gleich so. Also man hätte auch vor dem Gasthaus aufsteigen können, wäre dann bei dieser Markierung vorbeigekommen und ebenfalls hier im Naturparkzentrum angekommen. Ja, ist aber kein nennenswerter Umweg gewesen. Da haben sie dann doch gesagt 444 und 04 weit waren der Weg an der Seite vorbei von dem Ding und dem Grabenaufen. Ne? Spannenderweise 444
So, zum gefühlt 100. Mal habe ich da jetzt gegengecheckt die Karten, weil es einfach wirklich in die andere Richtung angeschrieben ist, aber einfach auch in die andere Begehungsrichtung. Es ist natürlich besonders lästig. Also ich muss ehrlich sagen, da ist markierungstechnisch wirklich Ödland. Wenn ich da rauf muss, dann will ich dort rauf auch angeschrieben haben. Und da ist nichts, Zero, Null, nada, aber rein gar nichts. Und das ist schon ziemlich öd. Sängerbrunnen über Schörferstein, Fledermausweg 44 und 404 und in dem Fall halt auch 444. Dahinter gab es auch nochmal einen Unterstand für schlechtes Wetter oder vielleicht auch nochmal halt eine Übernachtung, wenn es denn sein muss. Ja, für uns so die letzten Meter zum Schörferstein und dann gibt es eine wohlverdiente Rast. Stimmt, tatsächlich, ist alles noch da. Kaum zu glauben. Da drüben ist der Schörferstein, ja. Das sieht man schön. Da ist ja ein Bankerl und ein Aussichtsplatz. Ist das nicht sensationell? Ja, unglaublich. Die Schöfferstein-Waldwiese. Wissenswertes über die Honigbienen im Nationalpark Burgersdorf. Gut, werden wir nicht alles vorlesen. Im Abstieg vom Schöfferstein, da haben wir ein kleines Steiglein. Ein ziemlich hängendes Steiglein, gemeinerweise. Also markierungstechnisch hat uns das jetzt schon so oft in die Irre geführt, dass aus den 7,5 Kilometern ungefähr das von Lab im Walde in Richtung Burgersdorf sein sollten, inzwischen fast 10 Kilometer dann geworden sind, wenn wir unten sind. Da drüben die nächste Anhöhe, auf die wir hinauf müssen. Sängerbrunnen. Blätterdach. Na gut, gehen wir mal davon aus, dass das mit der Markierung mit der rot-weiß-roten da keine Fake News sind und wandern mal Richtung Sängerbrunnen. Der Abstieg da ist tatsächlich einmal ein Steigerl. Hier kannst du den Wald gut wahrnehmen. Hier raste ich mich aus. Ja, das Frauenbründel. Es ist ein Rohrkrepierer, da tut sie nichts mehr. Da floss mal Wasser, das war so war schon. Verbindungsweg 04444, Wanderweg Änderung. Ist nicht so anders, als es auf der Karte eingezeichnet ist. Ja, plötzlich ist die Markierung wieder ganz motiviert. Jetzt, was auf Burgersdorf zugeht, mit ganz neuen Schildern und allem ganz großartig. Was ist denn das da vorne? Ja? Nützlingsunterkunft, ein Insektenhotel sozusagen. Dafür hat man da schon ein bisschen eine Aussicht auf Burgersdorf und stürmisch ist es. Ein Jammer. Ja, Sängerbrunnen, 5 Minuten. 04444. Und wir sind wieder auf Asphalt. So, da ist der Sängerbrunnen. Aber erstens ist er kein Trinkwasser und zweitens ist es gar kein Wasser. Wir sind da vorhin über diesen Weg da abgestiegen und müssen dann da über diese Straße auch wieder weiternehmen, wenn wir stark an. Ja, wir haben die Straße überquert und dürfen da hinein. Säckingersteg. Da geht es für uns jetzt über den Fluss drüber. Und da gibt es eine Unterführung, weil nämlich die Bahngleise sind. Da geht es dann wahrscheinlich für uns durch. Ne? Grün ist toll. Da drüben sind die Wegweiser. Nach der Querung der Linzer Straße. Na schau, über Buchberg nach Vorderheimpark, über Buchberg nach Hadersdorf, über Buchberg nach Alhang. So, da wieder auf dem rechten Weg. Boah, das ist ein windiger Gegend. Dr. Hildgasse. Gut, dann wollen wir mal. Dr. Hildgasse. Die hat so richtig in sich. Und am Ende der Dr. Hildgasse gibt es eine Querstraße. Und? Jetzt können wir nach links, wenn ich richtig informiert bin. Jetzt hat sie auch eine Markierung verdient. Aber die Karte sagt nach links. Ah ja, na, strategisch nicht sehr günstig angebracht, aber davor ist der Pfeil. Ja, wer hier nicht weiß, dass er nach links muss, der kommt wahrscheinlich nicht einmal auf die Idee, dass er dort suchen kann. Ja, der verwirrt ist. Rund um Wien-Wanderweg, Wienerwald-Verbindungsweg. Rund um Wien-Wanderweg, interessant. Dort sind wir überhaupt noch nie gewesen.
nur wenige Meter nach dem bösen Traktor Buchberg vor der Heimbach. Führt uns der Weg wieder nach links hinauf als Steiglein. Das ist der ausgesprochen hübsche Abschnitt. Ganz angenehm zu begehen, überhaupt nicht hängert. Also da macht es richtig Spaß. Und vor allem, da ist auch kaum was los. In diesen Inschriften kann man sehen, wie lange sowas gut geht. 1990 ungefähr, naja, auch schon 30 Jahre her. Ne? Ja, wir haben da jetzt hoffentlich noch länger dieses wunderschöne Steiglein vor uns, bis wir dann schließlich zur Augustinerwaldsiedlung gelangen. Und in Richtung der Hohe Wandwiese wieder absteigen. Und das ist dann tatsächlich schon der letzte nennenswerte Taleinschnitt für die ganze Tour. Wir haben da eine Schneise erreicht. Die Schneise ist jetzt kein Steig mehr. Die Schneise ist aber auch wieder moderat schon auf dem Rücken ansteigend. Jetzt gar nicht, wo wir da hinbiegen müssen, aber schau, 444 steht da in der verblassten Markierung auf der Buche drauf. Und dann gibt es da tatsächlich einen Pfeil, der uns nach links unten führt. Ja schau, weitere Markierungen lassen uns da hinunter. Wienerwald Verbindungsweg, Burgersdorf Hermannskogel, 444. Ja, jetzt ist gerade der Hermannskogel schon angeschrieben. Auf dem waren wir doch schon. Wie dem auch sei, es geht da hinein. Wir waren zwar schon einmal am Hermannskogel, aber wir müssen heute nicht mehr am Hermannskogel, weil der offizielle Weglauf ist nämlich nicht drüber. Der ist hinten vorbei, so wie es beim Wiener Rundum-Atom-Wanderweg schon davor war. So. Möchten wir sie nicht länger aufhalten da. Was da so wie ein Mountainbike-Trail, wenn möglich, ausschaut. Das ist auch einer, das heißt, das ist ein Shared-Trail. Da können die Mountainbiker hinunter brausen, deswegen ein bisschen Obacht geben beim Abstieg, damit man mit dem Mountainbike beim Abfahren auch wirklich einen Spaß haben kann. Ist natürlich nicht schlecht, wenn die Wanderer zumindest ein Ohr drauf haben, ob da jetzt wer kommt. Gibt eh nur ganz wenige legale Mountainbike-Möglichkeiten und auch in der Stadt Wien ist es nicht allzu viel. Aber da muss man dann sich halt entsprechend die Gegend gut teilen. Jetzt haben wir abgesehen von der geteilten Nutzung, da ist richtig hübsch. Auch von der Atmosphäre her, da hört man noch nicht viel von der Straße, die kommt dann irgendwann einmal noch, aber bis jetzt ist alles ruhig, die nahe Augustinerwaldsiedlung, da hört man auch niemand lärmen. Alles ist Waldesruhe und Vogelgezwitscher. Und Mountainbiker sind interessanterweise keine unterwegs. Ganz eigenartig, obwohl es doch ein Samstag ist. Das ist ein vergastiger Graben, hä? Da vorne wartet der Sprung ins Ungewisse für uns. Ja, das ist ein Augustiner-Trail. Das ist halt wirklich für beide, für Mountainbiker und Wanderer, was ganz was Nettes. 15 Kilometer bleiben müssen. Wenn wir da jetzt unten das Tal erreicht haben. Auch wenn die Versuchung groß ist, da in die Garage zu gehen, da können wir nicht hin. Wir müssen tatsächlich da herüber und auf die Straße hinaus. Wienerwald Verbindungsweg, Burgersdorf Hermannskogel, 444. So, wir erreichen die Mauerbachstraße und 444 weist uns in diese Richtung, aber ich glaube, wir wollen da die Straße überqueren. Ja. Man hätte natürlich auch stehen bleiben können. Da vorne würde man Wien verlassen, aber Edge, nichts mit Mauerbach. Im Gegenteil, Mostalm,
Franz Karl Fernsicht 50 Minuten. Sophienalpe eine Stunde. Da müssen wir hin. Die Markierungsqualität nimmt wieder zu. Wiener Wald Verbindungsweg, ja? Dann mache ich jetzt einen kurzen Abstecher zur Hohe Wandwiese. Da sieht der Schlepplift ist im Betrieb. Also tatsächlich ist es ein ehemaliges Wiener Skigebiet. Da lässt man jetzt die Mountainbiker im Sommer hinauffahren. Und es gibt auch da so eine Art Sommerrodelbahn. Ja, im Winter der Betrieb, da ist lang nichts mehr. Das Einzige, was da noch geht, ist auf Matten. Die Zeit, wo man da mit Schneekanonen was machen hat können, da gibt es zwar noch die Anschlüsse, wie man da sieht, die sind lang vorbei. Aber immerhin, der Schlepplift läuft noch. Schau, da drüben sieht man das Trailgelände. Ja, wir haben jetzt wieder einen Vorweg erreicht und da oben sieht man, dass der mühsame Anstieg jetzt mehr oder weniger vorbei ist. Schau, Flowline, eine ganz leichte. Auf den Trails bitte mindestens 20 Meter, also 5 Sekunden Abstand halt. Wo die Trails anfangen, heißt, dass ihnen nach oben der Berg ausgegangen ist, weil sonst waren sie ja noch weiter oben mit dem Anfangen gewesen. Der Nachteil, stürmischer Wind. Der Vorteil, Aussicht. Man sieht, dass wir ein zweiter Land sind. Also sind wir luxuriöse Isra leisten als Abstandshalter für die Hochspannungsleiter. Stadtwanderweg, niederösterreichische Runde, Landesrundwanderweg, rund um Wien Wanderweg, Wiener Waldverbindungsweg, Mödling, Burgersdorf, Quinzing. Ja, also von der Franz-Karl-Fernsicht sieht man tatsächlich in die Ferne, da sieht man ja über die Grenzen Österreichs hinaus in Wahrheit. Franz-Karl-Fernsicht hinter uns lassend, spazieren wir da jetzt ganz entspannt über diesen wunderbaren Rücken da. Ja, da drüben nochmal der schöne Blick auf Wien, der jetzt so sehr ins Verschwindet. Na, warum sind da wohl so viele Leute? Ha? Weil man da drüben einen riesen Parkplatz hat, wo man mit dem Auto hinfahren kann. Parkplatz, da ist im Endeffekt da in der Nähe der Sophienalpe. Wienerwald-Verbindungsweg. Da haben sie uns Grinzing wieder weggenommen. Das finde ich sehr bedauerlich. Steinbach, Scheiblingstein, Steinriegel, Rotes Kreuz, Exelberg, 20 Minuten. Amo, 45 Minuten. Ja, passt, dort müssen wir hin. Der Wanderinstinkt sagt, dieser Pfeil kündigt an, dass wir da nicht auf der Straße verbleiben müssen, sondern dass wir da hinein dürfen. Und so wird es wohl sein. Genau, dann Amo. Genau, der Sabinalpe ist es schlagartig ruhiger geworden, denn da geht es nämlich in die andere Richtung bergauf. Und da will keiner mehr außer ein paar verwegenen Mountainbiker. Schau mal, man sieht nämlich den Anhänger. Ja. Da mit dem Sender drauf, siehst du das? Da ist die Wolkenbank drüber, und dann ist da der Anhänger. Ja, und da in weitem Bogen sind wir da hinten überall weitschichtig umgegangen. Außerdem hat man da Fernsicht, und diesmal Fernsicht, die den Namen verdient. Nämlich, da ist der Schneeberg zum Sägen. Und auch die Raxis zum Sägen, wenn man genau schaut. In die andere Richtung ist zum Sägen der Sender Exelberg. Mit dem Mond drüber, mit dem halben. Die Straße droht. Aber da haben wir, glaube ich, eine Alternative. Das dürfte da hineingehen. Ja, diesen Abschnitt hat man jetzt alles. Ne? Also, Motorraderlebnis. Ein Pferde- und Pony-Erlebnis. Es gibt eigentlich da praktisch nichts, was uns noch nicht entgegengekommen ist. Außer vielleicht Rollstuhlfahrer. Also da kündet jedenfalls dieses verblasste 444er Schild davon, dass wir da wohl in den Wald wieder hinein dürfen. Oder wollen wir da vorne in den Wald hinein? Das wissen wir jetzt gar nicht. Dann packen wir uns nicht verwirren lassen, ins Eck hineingehen, bis man dieses Schild da sieht. Nämlich Amo in 30 Minuten und drei Markstellenhäuser am Rhein in einer Stunde.
wenn man alles richtig macht, dann zweigt man von der Vorstraße nach einigen Minuten dann ab und kommt auf einen kleinen Fahrweg, der deutlich schmäler ist. Auch hier am Weg zur Amont ist alles voll Bärlauch. Man weiß, weiß im Hintergrund, das ist nicht irgendwie überstrahlt, sondern es sind über und über Blüten, nur Bärlauch. Ja, da geht es also höchst angenehm. Wenig Betrieb im Vergleich, aber wir sind ja doch jetzt im Umfeld der Großstadt. Und da ist nicht allzu viel los. Wir streben forschen Schrittes der Amont entgegen und haben inzwischen weniger als 10 Kilometer auf unserem Weg. Wienerwald Kriegerdenkmal. Wollen wir auch gar keinen Krieger, oder? Grodenlocken, hä? Baden will man da nicht, hä? Ja, da drüben diese Wiese ist, das ist eine alte Amont. Jede Menge Leute, die Sonne genießen. Wir genießen die Aussicht auf ein Ende des Wegs, denn genau bei der Amont sind noch 9 Kilometer Restweg. Da vorne war eine Abzweigung, 2 gehängt in 15 Minuten. Und ich habe jetzt gemeint, ob das vielleicht wir sein könnten, aber nachdem wir uns nichts zu Schulden kommen haben lassen, kein schlechtes Gewissen besteht, sind wir zuversichtlich, dass das nicht wir sein werden. Hört sich jedenfalls nicht nach einer sehr einladenden Gegend an. Stadtwanderweg 3444 von Wien rund um und um. Wer diese Videos sehen will, ich verlinke euch da dementsprechend. Ja, da drüben wäre das Häuser am Rhein mit sehr viel Verkehr auf der Höhenstraße. Daher werden wir da nur ganz kurz filmen und dann halt uns weiter länger aufhalten. Hat in der anderen Richtung eine wirklich herrliche Aussicht. Nur mal auf Wien. Wien liegt uns zu Füßen. Nicht ganz Wien, aber doch ein großer Teil von Wien. Grüß dich Gott, wird 15 Minuten, Hermannskogel 45 Minuten, ja, das ist optimistisch. Jägerwiese 35 Minuten, 04. Jetzt haben wir das Sonne mal ganz genau im Rücken und sehen auf der Uhr schon weniger als 7 Kilometer. Und bald ist der Grüß dich Gott wird erreicht. Kommt der Grüß dich Gott wird ins Bild. Und ein übermotivierter Motorradfahrer. Ja, hoffentlich packt es ja nicht auf. Hinten ragt der Hermannskogel auf. Schaut, die Warte sieht man da. Ja. Da ist jetzt der Schlussanstieg zu bewältigen. Das ist es dann gewesen mit Anstieg. Mehr Anstieg gibt es nicht mehr. Rund um Wien-Wanderweg, Wienerwald-Verbindungsweg, Mödling, Burgersdorf, Grinzing. Schau, eine RGB-Markierung. Rot, grün, blau. Ja, wie jede halbwegs schöne Gegend in der Nähe von einem Parkplatz, in der Nähe einer Großstadt, ist das heute halt auch ziemlich überlaufen gewesen. Ist leider da immer noch asphaltiert. Das wird sich aber gleich wieder ändern. Für uns geht es ja hinter dem Hermannskogel vorbei und das ist dann ein ganz normaler geschotterter bzw. erdiger Forstweg. Zum Glück lüftet sich jetzt auch das Geheimnis, warum es zur Jägerwiese nur einmal 15 Minuten sind und hier zur Jägerwiese plötzlich 35 Minuten, denn wir müssen da hinten hinauf. Da steht auch der 04er richtig angeschrieben. Da ist der Wald jetzt kühl und dunkel und es ist relativ wenig los. Wir haben noch weniger als 6 Kilometer. Allerdings haben wir jetzt noch für ca. 1 Kilometer einen Aufstieg. Es gibt zwar links und rechts beim Anstiegsweg immer wieder mal Wiesen, aber leider keine freie Sicht. Also wer wirklich was sehen will, muss dann tatsächlich den Abstecher zum Gipfel machen, damit er die Warte besteigt. So, da vorne kommt der Hermannskogel mit seiner Warte in den Blick und außerdem ein gelbes Schild. Was das gelbe Schild sagt? Dass man eine Warte zu brauchen. Genau, richtig. Es sagt nämlich, dass man da jetzt links vorbei dürfen. Wer mag, kann natürlich dennoch einen Abstecher zum Hermannskogel machen, wenn er denn noch nie da war. Er hat eine schöne Aussicht, keine Frage. Ein bisschen was sieht man da sogar durch die Bäume. So, Jägerwiese, 15 Minuten. 4-4-4. Sehr günstig. Also da hinein. Ganz hochoffiziell. Wenn wir jetzt absolut keine Lust haben, könnten wir umdrehen, weil da ist nämlich auch geschrieben, wie da was Burgers tut. Ja, jetzt haben wir also da hinter dem Hermannskogel und nähern uns forschen Schrittes der Jägerwiese. Ich habe auf der Wiese noch nie eine Jagd gesehen, oder? Nein. Weiß gar nicht, warum wir die so nähern. Da vorne
kommt man noch einmal auf einen Wiesloch hinaus. Das ist aber nicht die Jägerwiese. Das ist eine Geheimwiese. Ausblick auf die Geheimwiese. Der Teppich hier, gell, ganz hoch herum, aber trotzdem von blühenden Bärlauch. So, alles ist lebhafter Betrieb auf der Jägerwiese. Natürlich nur auf der Wiese, nicht in der Gaststätte. Haben wir schon mal gefilmt den Weg, also, oder? Europäischer Fernwanderweg 4. Was ich hier jetzt kann, 444 angeschrieben, gell? Nirgends. Da gehen wir doch einmal der Dumme, oder? Ja, jetzt mit mühsamer Sucherei verbunden. Tatsächlich geht es bei der Jägerwiese nur in Richtung des Stadtwanderwegs 2 und da scheinbar bergauf. Es ist aber eine Finte. Und zwar ist es deswegen eine Finte, weil da sieht man jetzt, wo der Mountainbiker daherkommt, ein gelbes Schild wieder mal. Und bei dem gelben Schild, da gibt es eine Abzweigung. Und auf der Abzweigung ist dann tatsächlich 444 markiert. Da steht Kobempel drauf und da wollen wir ja hin. Das ist schon okay so. Und da 444. Auf der anderen Seite hast du das Schild vom Aufstieg, schon. Also es ist eindeutig, dass du da 444 hingehst. Markierungssuche, Herausforderung. Bis zu den allerletzten Metern, gell? Da haben wir jetzt redlich bemüht, dass wir gerade nicht falsch gingen. Weil das war sehr verlockend, da wieder abzusteigen. Und ja, ich habe einen GPX-Track, aber der ist zum Beispiel auch über den Hermannskogel drüber gegangen, dieser Track. Und naja, ich meine, das ist dann natürlich ein Dreck. Ne? Bei der Kreuzeiche. Ja. Kreuz. Und mit guten Willen, es ist eine Eiche, ne? Also 444 schüttelt sich da als keins mehr. Und ich dekoriere jetzt einfach einmal das da als die richtige Richtung. Leider wird man da mit dem Studium der ÖK50 auch nicht schlauer. Das einzige Hinweis auf den 444 in der ÖK50 ist im Prinzip ganz am Schluss. Nämlich dort, wo man wieder in Grinzing ankommen. Dort steht nämlich 444 bei dem Weg dabei, der eigentlich für uns sozusagen die Ankunft in Grinzing sein müsste. Und plausibel ist es eigentlich nur, wenn man da auf der Seite absteigt. Stadtwanderweg 2 würde jetzt da über den Buckel drüber führen. Siehering Spötgraben. Ich denke mal, dass wir da hinkommen. Und am Kobenzl vorbei. Ja, das ist jetzt best guess, an dem wir der Wegverlauf ist, weil wir können nämlich nicht zurück zum Kobenzl. Jedenfalls nicht, wenn man da ÖK50 Glauben schenkt. Und von daher latschen wir da jetzt einfach hin und da. Dürfen wir die Höhenstraße queren. Und ich habe recht gehabt. Weil da vorne ist nämlich wieder ein 444er Schild. Tatsache, gell? Sievering Spötgraben, na bitte. 444. Ja, da am Schluss, also. Auf Asphalt. Na schade. Neben dem Längsparkplatz mehr oder weniger. Ich glaube, da ist jetzt alles, was in Wien zu irgendeiner Wiesenfahrt. Das packt da jetzt. Ja, beim Häuserl am Himmel. Schwenken nach links. Und da zu diesem versteckten Wegweiser auf der Kastanie. Wienerwald Verbindungsweg 444. Also da gibt es wirklich auch noch auf den allerletzten Metern die große Mühe, dass man da noch falsch gehen kann. Ja, in dem Graben ist jetzt die Chance fehlzugehen schon ziemlich gering. Ne? Man könnte noch im Bachlauf könnte man erfolgen, ein bisschen Canyoning betreiben. Aber das machen wir nicht. Bevor der Murzel um Trubel dann losgehen wird, solange wir dann noch in dem halbwegs einsamen Graben sind, vielleicht Zeit für ein gemeinsames Fazit. Und das fällt, sag ich mal, zwiespältig aus. Also, der Weg ist durchaus zum Teil schön. Gibt Passagen, an denen hat man ein bisschen Ausblicke, es ist abwechslungsreich, keine Frage. Wenn man das so wie wir jetzt an freien Tagen, Feiertag und Samstag begeht, hat man natürlich überall dort, wo man in der Großstadt ist, wahnsinnig, wirklich wahnsinnig viel Leute. Das ist auch der Grund, warum das vermutlich im Video dann ein bisschen zweigeteilt herüberkommen wird, weil es hat einfach zum Teil dann wirklich keine Möglichkeit mehr gegeben, überhaupt sinnvoll wo was aufzunehmen, wo man auch nur halbwegs Alarm war, weil einfach die Menschenmassen sich da jetzt entlang des Weges gewälzt haben, also speziell da im Bereich von Mostalm und Sophienalpen. Ja, das war schon sensationell, also da war wirklich Hochbetrieb. Ja, markierungstechnisch,
Es wird immer wieder gesagt, dass dieser Weg eine Herausforderung ist, weil da geht praktisch jeder falsch. Und das ist mir so gegangen, trotz GPX-Track. Der Track, da bin ich schon grundsätzlich dankbar, dass es Leute gibt, die das zur Verfügung stellen. Ist natürlich auch nicht überall hundertprozentig wasserdicht gewesen. Also es gibt schon Fälle, an denen ich dokumentiert habe, dass wir den richtigen Weg gegangen sind, weil da eben 444 in die Richtung gestanden ist. Und der Track hat dort nicht vorbeigeführt. Von daher, konditionell, also jetzt mit Vergehen und allem drum und dran ist diese Tagesetappe immerhin auch bei 30 Kilometer. Das ist jetzt ja, dann nachdem der zweite Teil, sage ich mal, nicht so anspruchsvoll war, jetzt seitdem wir da aufgestiegen sind und bei der Mostalm waren, ist es ja recht zahm und zivil gewesen. Es ist gangbar, keine Frage. Ich glaube, die Aufteilung, dass wir bis Lab nur gegangen sind, aber das, ja, sind wir körperlichen Beschwerden geschuldet war ursprünglich, die war in Wahrheit nicht verkehrt, weil wir wären sehr frustriert gewesen. Wir haben ja am Weg von Lab weg schon das Problem gehabt, dass wir nicht wirklich die richtigen Wegführungen gefunden haben und damit auch schon wieder fast 2 Kilometer Umweg gemacht haben. Also wäre uns das gestern abends passiert, dann wäre es wirklich mühsam geworden und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Der Verbindungsweg hat eine gute Sache und das ist, dann kann man nämlich zum Wienerwald-Weitwanderweg, Wienerwald-Rundwanderweg sagen, wenn man den gegangen ist. Ja, man hat diese Strecken aufblasen auf ca. 55 Kilometer. Das ist jetzt auch gar nicht so wenig. Das gehen manche in einem Tag, natürlich geht. Wir haben das als Testtour angelegt. Das heißt, wir haben Rucksäcke mit allem, was wir auch auf eine Fernwanderung mitnehmen wollten. Das ist aber beabsichtigt. Also das ist wirklich, wir haben das Gewicht bewusst getragen und haben natürlich gewusst, dass wir die Ausrüstung nicht brauchen. Da ist also alles dabei, bis hin zum Kocher, dem entsprechenden Gewand und so weiter. Sogar ein bisschen Proviant ist simuliert. Das war auch dem geschuldet, dass wir ja vorhaben, Weitwanderwege zu begehen und einfach einmal unsere neue Ausrüstung, die wir uns im Laufe der Zeit zugelegt haben, auch entsprechend vorher testen wollten. Das ist einigermaßen gelungen. Gespannt bin ich auf den Test von meinem Solarpanel, das ich heute mitgehabt habe. Ich habe also eine nicht ganz volle Powerbank in den Rucksack gepackt und an das Solarpanel angehängt und habe das die ganze Zeit hinten auf dem Rucksack getragen. Natürlich wohl wissend, dass das auch nicht hundertprozentig optimal ist. Vor allem, weil man ja viel durch den Wald geht und natürlich nicht immer Sonne hat etc. Das hat mich einfach interessiert, ob das funktioniert. Da werde ich vielleicht später noch was dazu sagen. Ja, Rucksäcke, glaube ich, haben super funktioniert. Bei der Mama nur ohne Tragegestell, aber dafür mit der Sitzmatte hinten eingeklemmt. Glaube ich, ganz komfortabel, gell? Ja, passt. Ja, also. Hat nicht geklappt. Für einen 12,99 Euro Rucksack darf man sich echt nicht beklagen. Ja? Der Fernwanderrucksack für die aktive Dame, das passt schon so. Ja? In meinem Fall ist so, mein Rucksack, es ist ebenfalls Billigsdorfer, tatsächlich hat er 25 Euro gekostet. Ist ein Rucksack mit einem leichten Tragegestell, erstaunlich bequem, 45 Liter, bringe ich alle eine, was ich für so eine Fernwanderung mitnehmen will. Ich habe sogar jetzt neben der normalen Kameraausrüstung eine Drohne mitgehabt, die ist angesichts anhaltenden Sturms und natürlich dann, wo extrem viel Leute sind, erst recht nicht, nicht zum Einsatz gekommen. Die habe ich also umsonst mitgetragen, mit so einem Fernsteuer und allem drum und dran. Alle Ladegeräte etc. alles dabei. Ja, die nächste Fernwanderung kann kommen. Mal schauen wir mal, was das werden wird. Das werden wir beratschlagen, wenn wir wissen, ja, diese doch, sage ich einmal, fordernden ungefähr 55 Kilometer und ja, 2200 oder sowas Höhenmeter jetzt absolviert haben. Wir haben es uns ein bisschen schwerer gemacht, noch ein bisschen verkogeln, darf man da gute 5-10% draufschlagen, nämlich sowohl bei den Höhenmeter als auch bei den Weitenmeter. Und von daher ist das schon eine ganz sportliche Leistung, also da sind wir schon im Bereich von 60 Kilometer fast, die wir an den beiden Tagen absolviert haben. Da stehst du der Natur schon irgendwie beim Zaun, hm? Was können wir sagen? Wir sitzen da vom Bankerl am Peter-Alexander-Platz und was man hinter uns erkennen kann, ist das Häuschen, da sind wir weggegangen. Und zwar im Oktober, da kam ein Jahr ist, auf den 404er. Und so schließt sich der Kreis. Das heißt also, wir haben jetzt mit dem 444er eine geschlossene Runde hergestellt, mit insgesamt über 270 Kilometer. Und zum Beweis
dass der Kreis auch wirklich geschlossen ist. Kapfenballklasse 404. Also nämlich zum Beweis, dass wir dann beide geschlossen haben, den Kreis. Hinter uns Kapfenballklasse und 404, der Start vom Wienerwald Rundwanderweg. Ja, also das war es jetzt von der zweiten Etappe vom Wienerwald Verbindungsweg 444. Ich bin gerade dabei, das da ist Bello. Ja, genau. Diesmal kann ich eigentlich keine neue Etappe ankündigen, es ist irgendwie ganz ungewohnt, gell? Aber vielleicht sieht man es ja trotzdem einmal wieder bei einer anderen. Ja, vielleicht gelingt es mir irgendwann mal doch rechtzeitig auf die Karten zu schauen. Es ist der populärste Wegweiser entlang des ganzen Wienerwald-Verbindungswegs, weil der sagt dann nämlich immer, von da wieder weg kommt. Das ist Betrug. Der sogenannte Labersteig ist gar kein Labersteig. Also mein, ja, ist schon ein Labersteig, weil ich jetzt die ganze Zeit labern tue. Aber das haben sie vermutlich nicht gemeint. Offensichtlich muss man da graben. He? Ja, wir haben ja noch nie einen Bärlauf gesehen auf dieser Tour. Privatgrund, Einfahrt verboten, zum Glück sind wir nur gegangen. He? Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass du jetzt anfangen kannst zum Fliegen, nur weil der Pfeil in die Luft zeigt. Was gehört? Genzing. Auch noch Genzing, oder? Nein, ich glaube, die stellen sich vor, dass wir am Boden bleiben und da dem 444er-Schild folgen, das auf dem nächsten Baum drauf ist. Bitte schau, wenn wir uns so näher zusammenrücken, dann sind wir tatsächlich beide am Bild. Ist das nicht toll? Sensationell, gell? Sehr gut besucht, oder? Ja, Wahnsinn. Sensationell gut besucht. Gut, ankern ist das ganz, oder? Nein, wenn weniger Leute waren, war es schöner. Ja, das ist aber bewusst, dass wir das Bankerl nur deswegen genießen können, weil die Leute alle schlecht vorbereitet sind. Weil wir haben in unserem riesen Rucksack nämlich drinnen eine entsprechende Jacke und eine Isomatte zum Draufsitzen und überhaupt eh alles. Und ja, die anderen Wahlplatte haben nämlich nichts. Und darum sitzen nämlich wir da auf dem Bankerl und dann die Aussicht genießen und die anderen nehmen es alle in die Sonne. Schau, da geht es jetzt nirgendwo. Da geht es absolut nirgendwo hin, weil da sieht man nämlich nichts. Wo hin dran? Bist du da irgendwas? Gegend auf, ne? Schauen wir mal, ob wir da. Oh ja, das hat schon, schon. Sensationell! Also 444 als historisches Schild. Ja.